ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem Haul. Heute gibt es ein ASOS Haul. Ich habe schon länger nicht mehr dort gekauft, habe mich jetzt dazu entschieden, mal wieder reinzuschauen, was für Produkte es gibt und habe sehr viele schöne Sachen gefunden und wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Video. Mein allererstes Teil ist ein Rucksack und zwar dieser Rucksack hier. Ich finde den wunderschön von der Farbe her. In der Kamera wirkt er so leicht rosa, das ist eher so ein dunkles lila-rosa, so ein Mischmasch. Also ich kann es kaum beschreiben, aber ich finde ihn richtig schön. Mit dieser schwarzen Schnalle hier noch, mit dem Reißverschluss unten, mit den Bändeln hier dran. Von hinten sieht es so aus, da sind einfach zwei große Bänder dran, damit man sich das um den Rücken schnallen kann und oben nochmal so eine kleine Schlaufe. Und ihr könnt ja mal in meinen letzten H&M-Haul gucken, da hatte ich auch einen Rucksack drin und mir einfach mal sagen, welchen ihr schöner findet. Der Rucksack da war so samtig grün und hier der ist halt in dieser wunderschönen Farbe. Und sagt mir einfach mal oder schreibt mir unten rein, welchen der beiden Rucksäcke ihr schöner findet, denn ich kann mich kaum entscheiden. Ich weiß es einfach nicht, den anderen habe ich ja schon so oft benutzt jetzt und weiß nicht, ob ich den hier auch behalten soll, denn Rucksäcke sind wirklich sehr praktisch, hätte ich am Anfang nie gedacht, aber würde den hier auch gern behalten, bin mir aber nicht so ganz sicher und ihr könnt ja einfach, wie gesagt, mal vergleichen, wen ihr besser findet und mir das unten in die Kommentare schreiben und mir einfach ein bisschen helfen und mir sagen, was wäre schöner und soll ich ihn behalten. Und ansonsten finde ich ihn super schön mit dem abgesteppten hier. Sieht ja auch nicht zu langweilig aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen auf der Kamera. Und fand ihn halt auch, als ich ihn bekommen habe, ziemlich gut. Manchmal ist es ja, dass man es im Katalog oder im Internet sieht. Und wenn man ihn bekommt, ist man doch nicht mehr so begeistert. Aber ich finde ihn relativ gut. Und wie gesagt, warte auf eure Kommentare. Mein zweites Teil ist ein Off-Shoulder-Top. Und zwar dieses hier. Das hat auch so eine richtig schöne Struktur. Ist schwarz, hat hier oben drüber einfach immer so verschiedene Überlappungen. Und ich finde es halt richtig schön. Der hat hier so ein Cutout an der Schulter und es geht nochmal so über den Arm drüber. Finde es richtig schön. Vielleicht etwas zu weit und es stinkt. Habt ihr das schon mal gehabt, wenn ihr das irgendwo bestellt habt und ihr riecht einfach Zigarettengeruch und etwas Schweiß? Also das heißt, es hat schon mal jemand bekommen, dieses Teil. Und hatte das scheinbar auch schon an und das war wahrscheinlich in einer Raucherwohnung und deswegen, man riecht es einfach so extrem und dieses Ding riecht richtig doll nach Schweiß und ich hasse das. Ich hatte es bei H&M auch schon öfter, dass da Make-up dran war und jetzt habe ich es hier bei ASOS, dass es einfach stinkt und ich finde das jetzt nicht so angenehm, deswegen den werde ich auf keinen Fall behalten. Finde es aber von der Struktur und vom Muster her und auch vom Schnitt her ziemlich gut, könnt ihr euch hier anschauen und werde mir das Teil vielleicht nochmal separat bestellen, denn das hier werde ich auf keinen Fall behalten, denn das finde ich ganz schön eklig. Mein nächstes Teil ist dieser Yes, No, Maybe Pullover. Ich finde den richtig süß. Der ist untenrum so ein bisschen oversized und ein bisschen weiter ausgeschnitten halt. Und finde ihn richtig toll. Der ist unten einfach so abgecuttet, würde ich mal behaupten. Und gerade abgeschnitten. Das franzt auch noch ein bisschen hier unten aus. Innen drin hat er eine so weiche Struktur. Also der ist wirklich so teddyweich innen drin. Und ich finde ihn eigentlich richtig süß, richtig schön. Und werde den auch behalten. Ihr könnt ihn euch gleich anschauen. Ich blende ihn euch ein und finde ihn richtig süß. Auch diese Aufschrift hier ist mal was anderes. Ist halt so ein bisschen verspielter und der gefällt mir ziemlich gut. Deswegen habe ich mich entschieden, den auch noch zu behalten. So, das jetzige Teil ist ein Body. Den finde ich auch richtig toll. Die Farbe ist schön. Zu meinen blonden Haaren passt das richtig gut, wenn ich den so anhabe. Von der Struktur her finde ich ihn gut. Er hat hier vorne so ein überlappendes Stück Stoff. Und unten halt eben den typischen Body. Was mein Problem ist, ich werde noch ein bisschen an ihm rumschnibbeln müssen, denn er hat hier unten diesen typischen Body natürlich zum Zusammenmachen mit den Druckknöpfen. Das Problem ist einfach, dass er hier unten nochmal dieses eingenähte Stück Stoff hat. Und dieses Stück Stoff hier hat an den Seiten Kanten. Und diese Kanten, die kratzen einfach total. Heißt also, dieses Teil hier kratzt total und es juckt und es tut wirklich weh. Also ich muss diese kleinen Ecken hier abschneiden und das ein bisschen zurechtschneiden oder das vielleicht komplett rausnehmen. Ich mag die lieber, wenn die hier unten schon komplett zusammen sind. Also wenn da keine Druckknöpfe mehr sind, sondern man den einfach von unten hoch anziehen muss. Finde ich irgendwie besser. Das Problem ist halt, dass ich die auf jeden Fall abschneiden muss, denn das tut extrem weh und reibt alles auf nach einer Zeit. Deswegen finde ich ihn sehr schön, aber muss halt noch ein bisschen dran rumschnibbeln. Und für den Sommer ist es ein richtig schönes Teil.
Als Auswahl hatte ich mir noch einen zweiten Body bestellt. Das ist der graue hier. Der hat lange Arme und ist unten auch wieder mit dem typischen Bodyteil. Auch mit diesen Druckknöpfen, aber diesmal nicht so unangenehm. Denn es ist drumherum genäht und nicht einfach reingenäht. Also da gucken keine Kanten über. Deswegen ist das in Ordnung. Hier oben halt so etwas dicker, was ich normalerweise nicht so schön finde. Aber bei dem Body gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und ja, ist halt so ein ganz normaler hellgrauer Body. Ist Standard, würde ich mal behaupten. Kann man zu vielen Sachen tragen. Hat auch einen Schulter-Cutout. So ähnlich wie hier, geht dann halt nur hier hoch. Finde ich auch richtig süß, richtig schön. Und ja, der gefällt mir eigentlich noch besser als der andere. Obwohl er halt so ein Standard-Basic-Teil ist. Aber finde ihn richtig schön. So, mein vorletztes Teil ist eine Satinbluse mit Cutout an den Schultern. Die sieht so aus. Einfach in schlichtem Schwarz mit langen Ärmeln, die hier unten nochmal so einen kleinen abgesteppten Teil haben, den man mit einem Knopf nochmal zusammen machen kann. Hier oben kleine dünne Träger und halt eben der Cutout an den Schultern. Eigentlich relativ schön. Was mich stört, ist, dass das hier vorne, diese Kante hier, die nach innen geht, dieses übernähte hier, damit man das da zusammennähen konnte und einlegen konnte, dass das halt lose ist. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es eingenäht ist oder hier nur so ein kleiner Rand ist, weil wenn ich es anziehe und auch zwischendurch irgendwie mich bewege, habe ich gemerkt, klappt das so ein bisschen nach außen und verschiebt sich ein bisschen. Dann hat man nicht mehr diesen schönen V-Ausschnitt, den man hier hat, sondern das klappt halt so ein bisschen nach außen. Das ist leicht doof, aber ja, kann man ja noch festnähen oder abschneiden, ist ja alles kein Problem. Ansonsten finde ich die Bluse eigentlich relativ süß. Also sie wird Bluse genannt im Internet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine ist, aber ist halt so Satin und leicht. Vielleicht kann man es als Bluse bezeichnen, ich weiß nicht. Aber für mich wäre es jetzt keine. Und ist untenrum auch wieder so ein bisschen locker fallend und auch etwas weiter. Aber stört mich jetzt nicht, finde ich eigentlich relativ schön. Und dieser Cutout an den Schultern, den finde ich halt immer richtig gut. Kommen wir zu meinem letzten Teil und ich hätte nicht gedacht, dass ich in letzter Zeit so viele Sportsachen finde. Es geht wieder um eine Sporthose. Da hatte ich euch in meinem letzten H&M-Haul auch gezeigt. Ich glaube, wie viel habe ich euch da gezeigt? 2, 3? Ich meine 3 Stück. Und habe jetzt hier nochmal eine schöne gefunden in diesem wunderschönen Marmor-Design. Ich liebe Marmor. Ich werde auch meinen Schrank im Flur nochmal mit Marmor beziehen, also nochmal oben drüber so eine Folie machen und habe auch Kerzen in so einem Marmor-Design. Ich finde es einfach richtig schön. Und jetzt gab es diese Sporthose in Marmor-Optik und ich fand es einfach toll. Ich finde es einfach richtig gut. Die hat dieses schöne Marmor-Design drauf, unten ist sie zusammengesteppt, oben einfach dieses Bündchen, was man beim Sport halt eben braucht und hinten, was mir sehr wichtig ist, oder beziehungsweise, was heißt wichtig, ich hab's am liebsten, wenn es hier hinten ist, damit man seinen Spinnschlüssel, weil bei uns muss man ein Schloss nehmen, das dran machen und den Schlüssel natürlich dann abziehen, den muss man ja irgendwo hin tun. Und normalerweise bei den anderen Hosen von H&M zum Beispiel mache ich den an meine Schuhe. Das heißt also, bevor ich mir die Schuhe zusammenbinde, hole ich den Schlüssel, stecke den auf den rechten Schnürsenkel außen und binde mir dann erst die Schuhe. Dann hängt er halt da dran, weil der hat so ein kleines Loch an der Seite, wo ich den reinmachen kann. Aber ich habe es lieber, denn ich habe auch 2 weitere Hosen, die hinten dieses hier haben. Und das ist halt sehr praktisch. Ich mache den Reißverschluss auf und kann einfach da drinnen dann meinen Schlüssel verstauen. Der stört mich überhaupt nicht. Es ist einfach genial und ich kann ihn auch nicht verlieren und da hat man auch nicht so ständig die Panik und guckt auf seinen Schuh und denkt, oh, ist er noch da? Ist halt relativ easy und ich finde die richtig schön mit diesem Marmor-Design und ja, finde ich halt für den Sport extrem geil. Ihr Lieben, das war's schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und genießt es, geht shoppen, macht, worauf ihr Lust habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss!